Hallo liebe Freunde, ja, da bin ich wieder zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Und es ist schon zu lange her, ich habe jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gespielt, da ich einfach keinen Bock hatte im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. La 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 la. Und deswegen bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob wir die Tante da retten müssen. Und ich muss meinen Zaun ein bisschen leiser machen, und schreie ich dagegen an. So. Danke. Und ich hatte vor, heute ein bisschen länger aufzunehmen, von wegen, ich sehe die Uhr jetzt aber nicht, weil ich eine neue Bildqualität habe, falls ihr es seht. Einfach gesagt, ich spiele gerade im Vollbild, was ich sonst nicht tue. Ja, ich muss eigentlich nur mal hier irgendwas zum Laufen kriegen. Noch 60 Stunden verbleiben. So, wir reden einfach mal mit dir. Fühlst du dich nicht dazu verpflichtet, einer armen alten Hexe zu helfen? Ich hab nichts zum Helfen, Mädel. Ah, du bist längst nicht das, was du vorgibst zu sein, Gedöns, das hatten wir schon. Ja, Gedöns, Blark. So, machen wir dir was hier, was niemand mitbekommt. So, genau. Damit ich wenigstens eine kleine Uhr hier habe, habe ich gerade mein DS angeschaltet. Und ja, ihr müsst um mich trauern. Ich werde das ganze Wochenende nichts hochladen können, da ich auf der Gamescom sein werde. Und wenn ihr mich besuchen wollt oder so, das ist, wenn ihr auch da seid, das würde mich riesig freuen, wenn ich mal einen Abonnenten von mir treffen würde. Das würde mich sowas von freuen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall muss ich erstmal hier wieder von wegen... Willkommen, mein Trinkgebet. Okay. Wie? Was? Das Horket hat Kommune? Kommune? Keine Ahnung. Kume fehlgetan? Das ist doch lächerlich. Das Horket würde ihn doch niemals ernsthaft schaden. Oh. Wenn das wahr ist, solltest du ihr diesen Trank bringen. Bitte erweis mir diesen Dienst. Rotes Elixier. Rasch bring es ihr. So. Nein. Das ist erstens eine Pflichtaufgabe, glaube ich sogar. Und wir bekommen halt eine Flasche dadurch, wenn ich mich nicht. Also, ne? Ja. Das hat sich doch gebannt. Ich wollte so einen Sprung schlagen. Aber es hat nicht geklappt. Egal, passiert. Ich wollte mir dazu irgendwann mal einen Text dichten und dann einfach mal random singen, obwohl ich es gar nicht kann. Falls jemand mein Karaoke-Video gesehen hat. Oh mein Gott, man kann schreien weglaufen davor. Aber Leute, was ist mit euch los? Part 5 und 6, über 100 Aufrufe. Einmal 130 und einmal 150. Hallo Leute, habt ihr keine Hobbys? Also ich freue mich riesig, aber... ich weiß nicht, wie mir so eine Ehre zuteil wird. Ich fühle mich direkt schon wieder Fame. Ja, der Erfolg steht mir zum Kopf und ich verändere mich total. So, OBOB, hast du da was, was mir hilft? Ich mach mal so. Ah, diese Farbe, der Duft. Es ist eindeutig, Kotakes. Ach, Tokake, so heißt die Tante, glaube ich, ne? Ja, nimm's mir einfach weg, du. Ja. Ich fühle die Energie in mir. Kume ist wieder da. Du hast mich gerettet. Ich veranstalte Bootfahrten durch die Sümpfe. Du hast dir gerade eben eine Freifahrt verdient. Oh, ich Glückspilz. So, ja, und ich habe gerade schon wieder mit dem lieben Zeitmarsch LP aufgenommen. Und das war mal total lustig, die Sonde, weil... immer wenn ich mich verabschiedet habe, habe ich was... Was wollt ihr von mir? Du sei ein sehr mächtig... Warum bin ich mächtig? Okay, ich frage nicht. Ich dich beobachtet. Sümpfe seien voller giftigen Wasser. Tempel über Wasserfall komisch. Bruder gehen zu Tempel. Aber Bruder nicht finden Eingang zu Tempel. Tempel nur für Deko. Bruder von Deko gefangen. Jetzt sein im Palast.
Hilfe. Och nein. Oh ja. Okay. Ich fühle mich direkt verantwortlich dafür. Und ich habe eine Flasche. Was mache ich natürlich als erstes mit so einer Flasche? Hallo? Das Wichtigste. Die Ocarina spielen. Schade, ich dachte, ich kann Wasser fahren. So, komm mal her hier. So, komm an. Ja, das hat auch sehr gebracht. Alter. Ach komm. Ihr seid doof. Dumm. Hehehe, war das lustig. Ja. Das Kämpfen lerne ich nochmal. So. Start. Maske. Ocarina. Maske aufsetzen. Weil mit Maske ich schneller bin hier. Also ich meine, ich habe eine Flasche und eine Freifahrt bekommen. Da ich eh so ein Geizhals bin, freut mich das umso mehr. Echt, Leute. Weil Freifahrten sind cool. Cavill. Mhm. Ich will das Herzteil haben. So, da ist sie ja. Oh, nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe. Als Belohnung darfst du umsonst in meinem Boot mitfahren. Wir haben gerade eine Aktion laufen. Daher bekommst du das hier gratis. Eine Fotobox erhalten. Ja. So, diese Fotobox, damit weiß... Also, ich weiß schon, was damit anzufangen. Von wegen... Gelingt es hier ein hübscher Schnappschuss... Gelingt dir ein hübscher Schnappschuss, bring ihn zu dem Kerl da drüben. Also gut, fahren wir dann. Fahren wir, dann geht's los oder so ähnlich. Gedöns. Bla. Willkommen auf der Bootstour. Ich kann meine Fotobox dafür nutzen, aber ich möchte sie gar nicht nutzen. Hier ist die malerische Sumpflandschaft. War das richtig? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin ein Elf, mein Boot fährt alleine. Niemand ist hier, um mich zu trösten. Und ja, alles gleichzeitig. Ja. Ein Blatt. Ein Frosch. Ich dachte gerade, ein Herzteil, aber das sind ja nur Rubine. Ein Octillery. Octillery stirbt gerade. Und das ist bitte was? Da ist ein Affe. Da will ich hin. Kann ich anlegen? Nächster Halt. Deko Palast. Das Wasser ist vergiftet. Pass auf, wo du hintrittst. Möchtest du von Bord gehen? Natürlich möchte ich von Bord gehen. So. Was sagst du mir? Du sagst mir gar nichts. Dekus. Kommt mir bekannt vor, die Musik. So, was sagst du zu mir? Dies ist der königliche Palast des Dekoreichs. Fremde haben hier keinen Zutritt. Dies ist der Regenten. Ist das richtig? Regentenpalast des Dekoreichs. Zutritt nur für Personal mit offenen offiziellen Aufträgen. Für die öffentliche Schmähung. Schmähung. Okay. Schmähung des Affens. Des dummen Affens. Der unseren König verärgert hat, sei dir aber der Zutritt gewährt. Folge dieser Halle geradeaus bis zum Thronsaal. Gedöns. Wenn wir geradeaus gehen sollen, biegen wir natürlich erstmal ab.
Und ein Ratespielchen hier von wegen mit ich sehe dich, du siehst mich. Ich muss hier lang, glaube ich. Und dann muss ich hier rüber, glaube ich. Und dann muss ich mich beeilen. Nö, muss ich nicht. Aber was uns hier alles erwarten wird, und das sind Rubine, 10 Rubine, das und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge, meine Freunde. Ich bin der Cheetah Dog, das ist ein Deku-Junge. Wir spielen The Legend of Zelda, Majora's Mask. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.